Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Spannung liegt in der Luft. Das Zusammenleben hat neue Rahmenbedingungen bekommen. Haltet Abstand, so heißt es, bleibt zu Hause. Das Leben hat sich verändert, das können wir sehen und das können wir auch erleben. Doch eines können wir nicht sehen, die Ängste, die Befürchtungen. Und doch schwingen sie mit, diese Befürchtungen, in den Begegnungen ganz konkret und auch in den Gesprächen am Telefon oder via Internet, wenn wir unterwegs sind. Eine Spannung ist spürbar, da liegen Verunsicherungen und Ängste in der Luft. Wie umgehen mit Angst und Ratlosigkeit? Der Volksmund rät, lenke dich ab. Das ist ganz nützlich. Also nicht die Ängste anstarren, sondern sein Augenmerk auf andere Dinge zu lenken. Weg von den Angstgefühlen und den Angstszenarien im Kopf, hin zu schöneren Dingen. Suche Sinn, das würde Viktor Frankl, der Logotherapeut der Psychologischen Schule Wiens, zu uns heute sagen. Er zeigt in seinem Therapieansatz, jeder Mensch braucht Sinn. Ohne Sinn wird der Mensch krank, so sagt er, oder umgekehrt. Ein Mensch, der sozusagen im Loch sitzt, kommt ganz schnell heraus, wenn er einen Sinn für sein Leben findet und versucht, diesen Sinn zu leben. Sinn schenkt eine Perspektive, die auch große Schwierigkeiten meistern hilft. Gib deinem Lebensabschnitt Sinn, das hilft dir sicher. So würde heute Viktor Frankl uns raten. Wichtig dabei ist zu wissen, dass der Sinn nicht vom Himmel fällt. Sinn fliegt mir nicht zu, vielmehr muss jeder Mensch für jede eigene Lebenssituation Sinn suchen. Und dann muss er versuchen, diesen Sinn in diese Situation hinein zu stiften. Ein Beispiel zur Verdeutlichung. Eine Mutter hat ihr Kind in den Kindergarten gebracht. In den vergangenen 3 Jahren hat sie sich um das Kind gekümmert. Jetzt aber braucht sie nicht mehr ständig in Rufbereitschaft zu sein. Sie wird von ihrem Kind nicht mehr gebraucht, solange es in den Kindergarten drin ist. Sie spürt schon nach wenigen Tagen in sich diese Frage, ob es dem Kind im Kindergarten wohl wirklich gut geht. Befürchtungen steigen ihr auf. Damit aber die Mutter nicht traurig wird oder niedergeschlagen, muss sie sich eine neue Aufgabe suchen. Sie denkt nach, was sie früher gern gemacht hat. Oder sie macht sich bewusst, seit der Geburt des Kindes hat sie ja das eine oder andere Hobby liegen lassen. Welche sind das? Wenn sie in ihr Herz hineinspürt, wird sie entdecken, welche Aufgabe, welches Hobby ihr jetzt gefallen könnte. Zum Beispiel in diesem Beispiel merkt sie, dass sie früher gerne gestrickt hat. Also kauft sie Wolle und Nadel und beginnt Söckchen für ihr Kind zu stricken. Es wird nicht lange dauern und sie wird ein froher Mensch sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein Beispiel, das zeigt, was gegen Angst hilft, einen Sinn für diese Lebensphase zu finden und diesen Sinn zu leben. Sinn liegt oft in der Aufgabe, in einer Tätigkeit, die meinem Werden entspricht. Einige Beispiele gibt es bereits, sie werden in der Presse, im Rundfunk immer wieder gezeigt. 2 Beispiele. Senioren, die mit einer Nähmaschine umgehen können, haben begonnen, Mundschutz zu nähen und Atemmasken für die Feuerwehr in Essen. Es gibt zu wenig und sie versuchen, diese Lücke zu füllen. Oder Menschen beginnen, die Nachbarschaft einzukaufen, weil sie in Quarantäne sind oder weil sie zur Risikogruppe gehören. Wie gehe ich mit meiner Angst um, so habe ich anfangs gefragt. Es ist eigentlich gar nicht schwer. Statt auf die Ängste zu starren oder sie immer wieder zu verdrängen, ist es besser, einen Sinn zu suchen, das heißt nachzudenken, was hat mir früher Freude gemacht, was waren früher meine Hobbys oder wo könnte ich jemandem helfen, wem könnte ich eine Freude machen. Ich wünsche Ihnen gute Erfahrungen mit der Sinnsuche. Gott segne Sie und Ihre Lieben.
Ach so, nicht vergessen, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke, dann seid ihr immer aktuell informiert.